Hallo, liebe Blockchain-Community. Ich habe hier bei mir einen ganz, ganz besonderen Gast. Und zwar ist es der Gründer von MetaHash, Gleb Nikitin. Vielen Dank, dass du hier in diesem Interview dabei bist. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, und also das Projekt MetaHash, ich bin so dankbar, dass du dabei bist, denn ich war ja auf der Blockchain Summit in Malta und euer Projekt war zwar dort nicht vertreten, aber es war insgeheim sehr, sehr großer Gesprächsstoff bezüglich eures Projektes, dass ihr ein mega, mega starkes Projekt seid. Und deswegen ist es so super, dass auch du jetzt heute, wie gesagt, zum Interview angetreten bist. Und das Geniale dabei ist ja, dass du kommst ja aus Moskau, aber kannst sogar auch Deutsch sprechen, was ich erst vor kurzem erfahren habe, weil du ja in Mannheim mal auf der Universität studiert hast. Deswegen freut es mich auch, dass eben für die Community hier, für Blockchain Hero, du auch auf Deutsch das Interview führen kannst. Das freut mich sehr. Ja, so wird es einfach, glaube ich. Ja, okay, super. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Stell dich vielleicht der Community erstmal vor, wer du bist und was du so bisher in der Vergangenheit gemacht hast, so deinen Werdegang kurz beschreibst und wie du dann am Ende zu MetaHash gekommen bist oder generell in die Blockchain-Community. So, mein Name ist Gleb Nikitin und also den ganzen Leben mache ich irgendwelche Internetprojekte, meistens mit Advertising-Netzwerken, die zu tun haben. Aber also ich habe angefangen, als ich noch 17 war oder so. Mhm. Und seitdem habe ich mehr davon geschrieben. Und den letzten Projekt, das heißt AdSniper, das ist ein Werbenetzwerk. Okay. Um es zu einfachen, was das ist und wie das zu MetaHash geht, kann ich es Folgendes erklären. Also jedes Mal, dass man eine Webseite im Internet besucht, dann senden uns verschiedene Werbenetzwerke eine Frage, für wie viel wir diesen Werbebanner kaufen können, für ganz genau diese Anzeige. Und das heißt, dass wir praktisch bekommen Signale von dem ganzen Internet, wo immer auf welche Webseite jemand kommt. Und dann wir geben diese Technologie an große Werbeagenturen, die das nutzen für ihre Kunden, um Werbeanzeigen zu optimieren. Okay. Was das Ganze mit MetaHash zu tun hat, das machen wir schon also seit 7 Jahren, glaube ich. Okay. Und ja, und wir arbeiten damit also Millionen Transaktionen pro Sekunde, da wir praktisch das ganze Traffic bekommen. Und wir haben so circa 100 Servern, die zusammenarbeiten und sehr viel Daten eigentlich über ein Petabyte. Also seit diesen 7 Jahren, wir haben sehr viel Erfahrung, wie man extrem hohe Datenanzahl bekommt, handelt, synchronisiert, dann speichert und bearbeitet und irgendwelche nützliche Daten daraus rauszuholen. Und als viele von unseren Kunden wussten, dass wir sehr gut mit Technik umgehen, als Blockchain evolvte, die fragten uns immer, ob wir Blockchain im Werbung nutzen können, um das mehr transparent zu machen. Zuerst haben wir immer geantwortet, nein, das ist zu langsam, aber danach haben wir gedacht, eigentlich, wieso nicht? Warum nehmen wir nicht einfach unsere Erfahrung in Datensynchronisation und mixen es mit Blockchain-Struktur? Und genau das haben wir eigentlich gemacht. Also wir haben das Blockchain-Struktur selbst nicht geändert. Also wir haben sehr klassisch angegangen. Sind einfache Blocks, einfache Struktur eigentlich, was ist mit, also mit Zeit schon approbiert ist und also gut sich rekommendiert hat. Mhm. Und wir haben unser Synchronisierungsmodell genommen. Mhm. Das ist also wie große Unternehmen normal machen, wo verschiedene Server, also not jeden Maschine dieselbe Auftrag macht, sondern dass verschiedene Server verschiedene Aufgaben haben und da die sind sehr optimiert dafür, machen sie es viel schneller.
Und durch Maschinenoptimierung machen wir das Synchronisation viel schneller. Also unser Hauptziel war, minimale Zeit zu erreichen, in dem eine Transaktion eigentlich akzeptieren werden kann. Und also am meisten, ich würde sagen 99%, ist unter 3 Sekunden erreicht. Und das ist sehr wichtig für Nutzer, da wenn man eine Zahlung machen kann und eine Transaktion durchführen kann mit Daten, will man eigentlich nicht lange warten. Und 3 Sekunden ist das Minimalste, das wir erreichen können, und das mit Synchronisation im ganzen Welt. Also wenn man das innerhalb von einem Land oder Kontinent macht, wird das noch schneller. Aber also über Grenzen Daten synchronisieren in solchen Mengen ist eigentlich sehr schwierig. Und okay, danke dir dafür. Und diese Synchronisation, wie ich das verstehe, läuft das alles noch auf dem Basic Layer quasi ab? Die alles komplett auf der Blockchain, oder ist nutzt ihr da schon mit dieser Synchronisation, geht ihr da auf einen Layer höher oder genau? Das alles läuft in einem Layer. Wir haben einfach Blockchain-Synchronisierung in verschiedenen Noden aufgeteilt. Aber das Prinzip, dass diese Nodes von Usern selbst installiert sind, haben wir vollständig gelassen und mit verschiedenen Prüfungen und Stakes, damit das Ganze kann völlig dezentralisiert funktionieren. Okay, das heißt, also das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen, ist dieses Projekt bereits von Beginn an dezentral oder startet ihr erstmal zentral und wollt dann später eben, wie gesagt, dezentral mehr Nodes installieren? Wie wird es losgehen? Das Projekt ist jetzt zentralisiert, aber das läuft jetzt auf so circa 200 Maschinen. Die wir einfach gemietet haben in verschiedenen Regionen von Welt, also überall eigentlich in Europe, in Asia, in Afrika, in Latin America, in North America. Mhm. Wir haben einfach gemietet normale Server, die wir glauben, die User nicht nutzen werden und das darauf installiert haben. Und jetzt machen wir dann als erstes Schritt. Ich glaube, das wird in diesem Monat, also in diesem Monat noch, wir planen, dass er das erste Roll von Servern zu Usern zu übergeben, first im Testnetz. Und als wir sehen, dass genügend Leute zu Klagen gekommen haben und können das System nutzen, dann werden wir das erste Roll übergeben und das wird dezentralisiert. Mhm. Dann die nächste. Okay, verstehe. Und wann plant ihr, also was wahrscheinlich auch viele interessiert, es war eigentlich jetzt als eine meiner letzten Fragen geplant, aber ziehe ich mal vorab, wie ist es, wann plant ihr öffentlich zu gehen? Also wird es überhaupt einen ICO geben von MetaHash oder ist es jetzt alles privat? Das interessiert wahrscheinlich den einen oder anderen schon. Also ICO ist schon aus, also das ist schon geschlossen. Ja. Mhm, aber das war so ein klar, das war eigentlich privat. Nein, das war nicht privat, das war offen für alle. Ah, okay. Aber das war klein, deswegen ist es schon zu. Mhm. Aber es sehr viele Münzen, also sehr viele MetaHash-Coins wird jetzt generiert von den Leuten, mhm. Die das Coin gekauft haben, als die Coins nutzt man, um die zum Server zu delegieren und damit um neue Münzen zu bekommen. Also das ist quasi wie mit Bitcoin-Mining, aber du kaufst keine ASIC oder keine Videokarte. Du kaufst einfach ein paar Münzen, stellst die drauf auf den Server und bekommst neue Münzen damit. Ah, okay. Das heißt, kann ich das so ähnlich mit Neo vergleichen? Bei Neo ist es ja auch so, dass ich quasi ein Wallet habe, ja. Und wenn ich die Neo-Coins halte, dann werden ja Gas-Coins generiert, ja. Kann ich das so ähnlich verstehen, wenn ich euer Wallet dann runterlade oder wie ist es dann? Ja, man kann es auch so vergleichen, aber die Sache ist die, dass wir haben eine interessante Neuigkeit in das ganze System. Also wir haben zwei Modelle von Forging.
Okay, genau. Ja. Vielleicht erklärst du noch, was Forging ist. Ja, für die Community. Ja, genau. Also starten wir an. Was ist Forging? Ja. Forging ist eigentlich wie Mining von Bitcoin, aber du nutzt keine Videokarte oder Prozessor, aber du einfach nimmst die Münzen und delegierst die zum einen Server. Oder du meinst einfach Metagate, also die Client, und generierst die dort. Also du brauchst keine Hash zu kalkulieren, einfach, dass man Münzen hat. Das erlaubt also in das System zu forgen. Aber das Prinzip ist dasselbe. Also wenn man Bitcoin meint, bekommt man Münzen generiert. Wenn man forged, bekommt man auch Münzen generiert, aber nicht durch Hash-Kalkulation, aber bei Delegieren von diesen Coins. Also, und es gibt zwei Systeme. So, als erstens, es gibt das Forging für Wallets, also für Coins, für Metagate. Falls man 100 Münzen hat, auf Preis von ICO, das ist also rund 4 Euro, ich glaube ich. Okay. Also 10% von das ganze Forging Pool, und das ist eigentlich sehr, sehr big, weil sehr, sehr groß, da also über 50% von Münzen werden genau durch Forging generiert und nicht verkauft und so weiter. Also 10% davon wird genau zum Wallet-Inhaber gehen. Und also falls es nicht viel gibt, wird das Reward sehr viel eigentlich sein. Okay, verstehe. Ja, ja, falls das, ich weiß nicht, tausende von Leuten gibt, die das machen, dann wird das Reward in Münzen kleiner. Aber also die ersten, die es starten, werden eigentlich sehr viel Münzen davon bekommen. Verstehe. Also für jemanden, der nicht viel Geld hat, das ist, glaube ich, das beste Option. Ja. Weil es braucht also nur 4 Euro und das ist und du bekommst eigentlich sehr viel Münzen davon. Also für die Community nochmal, man kann hier quasi zu einem geringen Preis und ohne große Hashing-Power oder Server-Power, die man normalerweise jetzt bei Bitcoin-Mining braucht, kann man hier mit überforgen quasi die Meta-Hash-Coins generieren. Und ist das jetzt schon möglich quasi? Also wenn man jetzt, aktuell, also für diejenigen, die jetzt hier zuhören, die können wahrscheinlich erst die Meta-Hash-Coins kaufen, wenn ihr an der Börse seid, oder? Eigentlich ja, aber ich weiß, dass es gibt schon ein paar Shops, die Meta-Hash-Coins kaufen und verkaufen und so weiter. Ah, okay. Also, ja, die sind nicht offiziell, deswegen können wir nicht also sagen, dass es safe ist oder so, aber ich weiß, dass die gibt und ich glaube, dass mit anderen Exchanges dauert es auch nicht viel. Da wir schon das Integrationspaket fertig haben und an alle, die wollen es listen, gesendet. Und ich glaube, es wird nicht so lange sein, bevor es passiert. Okay. Gehen wir auf die Transaktionen pro Sekunde ein. Und zwar laut eurem White Paper oder auch auf der Webseite sieht man, dass ihr bis zu 50.000 oder Millionen von Transaktionen pro Sekunde machen könnt. Wie ist es aber aktuell zu diesem Zeitpunkt? Wie schnell seid ihr aktuell von den Transaktionen pro Sekunde? Das ist genauso. Also 50.000, das ist das Wenigste, das wir machen. Okay. Also wir haben einen Test gemacht, das dauert 3 Monate. Und wir hätten zwischen 60.000 und 80.000. Und weil wir zwischen 60.000 und 80.000 Werte hätten, wir haben geschrieben, dass mindestens 50, dass wir glauben, dass mindestens 50.000 wird, wenn das System dezentralisiert wird. Okay, damit seid ihr ja bei weitem viel, viel schneller wie eben andere Netzwerke, wie andere Blockchains, wie jetzt, wenn wir jetzt mal Bitcoin nehmen mit bis zu 12.
Ethereum bis zu 30, EOS. Ja, genau. Ja. Ich würde aber es nicht mit, also mit Proof of Work, Blockchains in Verbindung sagen, dass natürlich, dass wir viel schneller sind. Also die schnellsten sind jetzt, ich glaube, EOS, ICOS und so weiter. Die haben alle so zwischen 1000 und 3000 Transaktionen pro Sekunde. Mhm. Und wieso ist eigentlich also eine größere Menge wichtig? Mhm. Es ist natürlich, dass heutzutage niemanden braucht 50.000 Transaktionen pro Sekunde finanziell. Aber es gibt die Transaktionen von Daten, die die Applikationen machen. Und die brauchen diese Transaktionen günstig zu machen. Und wenn man viel Kapazität hat, dann heißt es, dass auch wenn eine Transaktion sehr wenig kostet, es bringt doch viel für alle, die das Konsensus unterstützen und Nodes dafür stellen. Deswegen das, ist das Menge wichtig, das erlaubt also große Applikationen auf das Netzwerk zu arbeiten. Da du es auch jetzt gerade sagst mit Applikationen, gibt es schon bereits Third-Party-Apps, die eben oder Applikationen, die jetzt eben schon bereits jetzt auf MetaHash entwickelt werden? Oder gibt es da schon die ersten Partnerschaften? Ja, also es gibt ein paar Applikationen, die bereits darüber entwickelt sind. So, von eins, ich glaube, schon ein paar Webshops, die einfach MetaHash kaufen und verkaufen. Mhm. Am zweiten, ich habe gehört schon über ein Projekt, das was war auf Hackathon, dass die machen Licht an und aus durch das Blockchain. Ja, okay. Ja, also nicht, also es, ich glaube, es ist also mehr quasi ein Experiment, wie man das völlig automatisch mit Blockchain also lösen kann. Lässt. Aber ja, es funktioniert dann. Dann an eine JS-Applikation, die man für Leute darstellt, dass die von Website eine Transaktion direkt in Blockchain senden können und auch die Daten von Blockchain zurückzunehmen. Mhm. Das ist eigentlich also sehr, sehr toll, weil das macht jeder Website-Entwickler zur Verfügung, die Daten direkt in Blockchain zu speichern. Oder ohne eigene Nodes zu kaufen, einfach diese API nehmen und jede Website kann die Daten in Blockchain schicken schon. Okay. Dann eigentlich, also ein ganz gutes Beispiel ist unser Wallet itself, also das, wo man Bitcoin senden kann, Ethereum und MetaHash. Mhm. Das ist eigentlich ein vollständiges D-App, man runterladet das ganze Interface und dann arbeitet direkt mit Servern, die jetzt unser sind, aber später dezentralisiert werden und alles wird komplett, also nichts wird erden. Das wird funktionieren genauso wie jetzt. Mhm. Dann, wir haben schon unsere eigene Applikation entwickelt. Das ist noch jetzt online, also wir haben das noch nicht gelauncht. Es wird ein Messenger, die das Blockchain arbeiten werden. Wir wollen damit einfach zeigen, wie man Daten, die encrypted sind, durch Blockchain schicken kann, die eigentlich zugänglich sind nur für den Rezipient. Okay. Wow, ja, also klingt auf jeden Fall mega, mega spannend auch in dieser Richtung. Also ihr bezeichnet ja euch selber als Blockchain oder basierend auf als Blockchain 4.0, ne? Steht zumindest auf der Webseite. Und gibt es noch weitere USPs, die ihr jetzt gerade genannt habt? Also zum einen natürlich, dass ihr sehr schnell seid. Ihr habt diesen Multipost-Konsensus-Algorithmus. Gibt es noch weitere und auch natürlich auch dieses Forging, finde ich auch super innovativ, also genial gemacht. Gibt es vielleicht noch weitere USPs, die ihr gegenüber anderen Blockchains habt? Ja, also wir werden natürlich, also es werden unbedingt die Fragen darüber, wir werden unbedingt die Smart Contracts auch haben, also die gewöhnlichen Smart Contracts. Mhm. Die stehen nicht nirgendwo auf die Webseite oder in Roadmap und das hat einen Grund. Okay. Also wir werden die nicht launchen,
bevor wir die Sicherheitstests durchführen und wir wissen nicht genau, wann das fertig ist. Aber wir arbeiten dann und für die Leute, die interessieren, was das wird, die werden auf JavaScript geschrieben, ja, und die werden auf V8.js arbeiten, also eine Modifizierung davon. Okay. Was wir wirklich machen wollten, sind die Apps, die in realer Zeit arbeiten können. Mhm. Und da haben wir ein ganz originales Konzept, das noch von niemandem gemacht wird. Mhm. So, jetzt kann man einfach HTML und JS-Files zu Netzwerk einbauen und durch unser eigenes Protokoll kann man die schon durch Metagate zugreifen. Also die funktionieren einfach wie eine Website, aber die sind auf also hunderte von Computern gespeichert. Okay. Und, ja, aber wir haben einen Schritt weiter gegangen, was wir Meta-Apps nennen. Okay. Das macht man so. Ein Developer macht eine ganz normale Website mit, ich weiß nicht, PHP oder sowas, ja, oder C++, irgendein. Ja. Irgendetwas. Ja. Er stellt also Unix, PHP, alles, was needs, Datenbanken, mhm, und dann macht eine ISO, also ein Snapshot von das System. Okay. Und diesen Snapshot kann man in unser Netzwerk raufladen, okay, eine bestimmte Anzahl von MetaHash-Coins stellen, wie viel man dafür bezahlen kann und will. Und dann wird das automatisch zu verschiedenen Maschinen distribuiert und da gelaufen. Und damit haben wir die Websites, Webservices, die funktionieren in realer Zeit, mhm, und die zum selben Zeit dezentral sind. Wow, das heißt, ich kann eine Website programmieren, die auf quasi auf, einfach erklärt, auf MetaHash hochladen, uploaden. Ja, wir können nicht also Cloud-Hosting nennen, ja. Wow, okay. Mhm. Klingt sehr interessant. Okay, und ich glaube, ihr seid ja, es funktioniert ja schon, oder? Ihr habt schon Mainnet gelauncht, oder? Noch nicht alles ist gelauncht. Also ja, jetzt das Blockchain läuft. Mainnet, genau, ja. Mainnet, mhm, dann das Wallet und das Browser. Also mhm, kann man schon auf die Apps zugreifen. Okay. Dann, man kann jetzt einfache Apps mit HTML und JS uploaden und ich glaube Dezember oder Januar werden also diese mehr komplexe Applikationen erlaubt, also mit das Ganze mit PHP und mit Datenbanken etc. Okay. Also die sind jetzt im internen Tests und ich glaube also in ein oder zwei Monaten werden die also publizieren. Ja, und das auch, liebe Community, das ist auch mal schon, was ich richtig an MetaHash schätze, denn wie gesagt, die erzählen nicht nur eine Idee und wollen Gelder einsammeln. Wie gesagt, die hatten schon ihren kleinen ICO gehabt, aber launchen jetzt mit bereits einem fertigen Mainnet und bereits den ersten fertigen Produkt. Also jeder kann mal auf MetaHash draufgehen, da gibt es schon das fertige MetaGate zum Download und so weiter. Also schon mal ein fertiges Projekt und deswegen, wie gesagt, auch ein heißer Kandidat, der sehr oft auf der Blockchain Summit, worüber ja auf der Blockchain Summit geredet worden ist, auch, ihr habt ja auch als Advisor sehr große Influencer drin, wie zum Beispiel den Ian Bellina von 100x Advisory, also auch die steigen ja auch nicht bei jedem Projekt ein und ja, das zeigt einfach nochmal, wie gut ihr seid. Ne? Ja, natürlich. Also bevor sie haben ja gesagt und also das Projekt mitgemacht, also wir waren im Gespräch also circa einen Monat und die haben uns auch mit ihr technischen Spezialisten verbunden und die haben also das Yellow Paper gelesen und so weiter und so weiter und nur danach mitgemacht. Ja, verstehe. Super. Mhm. Ich hab jetzt noch eine Frage zu der Gebührenstruktur. Also nach dem White Paper ist es ja so, dass es für den Nutzer die Transaktionen meist kostenlos sind. Ja, aber und die Gebühren fallen erst an, wenn die Netzwerklast steigt, um eben den Spam, den Spam vor Transaktionen zu schützen. Ja, ja, genau. Wie ist das genau? Vielleicht kannst du das noch der Community genauer erklären.
Ja, genau. Also wenn man mit Hashcoins überweisen will, ist es zuerst kostenlos, damit es wird einfacher für die Leute mit das Netzwerk sich rumzugehen. Mhm. Aber nicht alles ist ganz kostenlos. Also zum Beispiel die Transaktionen von Fremdtoken, die auf Netzwerk gebaut würden, die kosten schon etwas. So zum Beispiel wie ein Lamborghini-Token, das wir jetzt machen. Ja. Mhm. Oder zum Beispiel die Datentransaktionen, wenn man irgendwelche Daten im Netzwerk speichern wird, das ist auch nicht kostenlos. Mhm. Wir werden darüber ein Voting erstellen, damit alle, die Münzen haben, also dafür abstimmen können. Okay. Wie viel wir genau dafür nehmen werden. Mhm. Ich glaube, dass ein richtiger Preis ist, also weniger als 1 Cent, also okay. 0,1 von der Cent oder sowas in der Art. Mhm. Das lässt die Applikation eigentlich viel Daten speichern und doch genügend Geld für alle, die Server betreiben, bekommen dafür. Aber das werden wir also genauer kalkulieren, aber ich glaube, das wird 0,1 von Cent sein, also mhm. ein Tausende von einem Euro oder sowas in der Art. Ja. Was passiert, wenn das Netzwerk steigt? Also ja, auch als das Netzwerk hat mehr Transaktionen, die durchlaufen, werden viele kosten, mhm. weil falls man das komplett kostenlos macht, man wird einfach sehr schnell die Transaktion durchsenden und das ist es. Mhm. Ja, und als wir das Schritt bei Schritt graduell höher gehen, wird das Netzwerk nicht attackiert durch nutzlose Daten. Hm, verstehe, okay, super. Mhm. Welche Kontrollen, also um jetzt nochmal auf das Thema Sicherheit zu gehen, welche Kontrollen gibt es, damit der Supercomputer das Netzwerk nicht kapern? Was habt ihr da geschaffen? Also wir haben da eigentlich sehr viele Sicherheitsmaßnahmen genommen. Mhm. So, zuerst in MetaHash das Block wird nicht von einem Server generiert, sondern mehrere Cores müssen zusammen abstimmen, damit das Block überhaupt zum Leben kommt. Mhm. Aber die sind nicht das finale Validatoren. Danach das Block erstellt wird, wird er durch ein Netzwerk von Torrents weiter zum Klienten gehen und diesen Torrents werden das Block auch überprüfen. Und okay. wenn das Block zu den Kunden kommt, bekommt er zusammen mit der Abstimmung von Torrents, ob das Block legitim ist or not, mhm. oder nicht. Ja? Ja. Und falls die Torrents abstimmen, dass die Cores falsch sind, dann werden sie eine Abstimmung auch laufen, dass die Cores, die eine inkorrekte Abstimmung gemacht haben, rauswirft und mit neuer automatisch wechselt. Okay. Ja, das heißt, dass wenn man versucht, das Netzwerk zu attackieren und ein, zwei oder drei Cores hat, die falsche Daten generieren, die werden einfach weggeworfen. Mhm. Und auch wenn man alle Cores hat, also wenn das eine sehr großer Attack ist, werden das Torrents auf jeden Fall das auch nicht akzeptieren und die einfach wegvoten. Okay. Ja, klingt spannend. Okay. Mhm. Ja, ich gucke gerade, ob ich noch ein paar weitere technische Fragen habe. Ich glaube zuerst mal nicht. Also du hast es jetzt sehr ausführlich beantwortet. Mhm. Vielleicht noch zum Team an sich. Wie groß ist aktuell euer Team von MetaHash? Mhm. Also das technische Team ist circa 50 Leute. Wow, okay. Also ja, ziemlich viel. Also weil zurzeit, also es waren sehr viele verschiedene Dinge, die wir in einem Zeitraum machen können. Also die ganze ICOs-Markt wollte das
alles sehr schnell passiert. Deswegen ist es wichtig, dass man also nicht jahrelang das Ganze baut, sondern das eigentlich sehr, ganz schnell entwickelt. Also wir haben dafür circa 2 Jahre gebraucht. Das erste Jahr haben wir also im Stealth gearbeitet, ohne über MedHash etwas erstellen. Und als wir schon das Basis hätten, haben wir schon das also mehr public gemacht. Okay, seit 2 Jahren seid ihr schon am Programmieren, okay. Mhm, ja, dann gibt es das Business Development Team, also die mit verschiedenen Partnerschaften arbeitet und so weiter. Da gibt es, glaube ich, jetzt ca. 20 Leute. Mhm. Und auch das Marketing Team. Es gibt eigentlich da viele Leute, aber die sind also nicht 100% auf das Projekt, dass das nicht nötig ist. Mhm. Also das Team ist jetzt ziemlich viel, nach eigentlich alles, also schon auf, als aus fertig wird, dann wird es also schon langsam wenige sein, da das Projekt nicht so viel Geld hat, um so ein großes Team langfristig zu halten, aber das ist auch nicht nötig so. Die meisten Punkte werden komplett sein. Die brauen vielleicht eine, zwei Leute, um die zu modifizieren und weiterzuentwickeln. Aber so ein Riesenteam brauchen wir also nicht weiter. Okay, super. Also 70 Leute, das ist schon ordentlich. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und die sind alle dann weltweit verteilt oder seid ihr alle in Moskau zentral angesiedelt? Ja. Also das Business Development ist weltweit verteilt. Mhm. Das Entwicklung ist verteilt über Russland. Meistens ist es Krasnodar und Volgograd, also nicht in Moskau. Ah, okay. Mhm. Ja, und Operation Office ist in Moskau. Okay, verstehe. Ja, ich glaube, du hast mir alle zu allen Fragen geantwortet. Ich hätte jetzt noch einfach für die Community einfach noch so ein paar persönliche Fragen. Wann bist du denn selber zum ersten Mal mit Blockchain in Berührung gekommen und wann hast du vielleicht auch deinen ersten Bitcoin gekauft oder erworben? Also ersten Bitcoin weiß nicht genau, vielleicht von 6 oder 7 Jahren. Ich kann mich nicht genau erinnern. Also einfach also ausprobiert, wie das Ganze geht. Mhm. Also mehr über das Thema Blockchain habe ich mich interessiert, als eigentlich sehr viele Kunden gekommen haben gesagt, dass die wollen Blockchain nutzen in ihre Projekte, um das Werbung also mehr transparent zu machen. Wir haben schon ein solches Projekt realisiert jetzt. Dann war ich eigentlich sehr fasziniert, eine vollständige dezentralisierte Applikation zu erstellen, die würde in reeller Zeit laufen. Aber danach, wir haben das ganze Blockchain analysiert und gesehen, auf was wir das erstellen können, haben wir verstanden, dass es gibt einfach nicht so ein System, das wir wollten für diese Applikation. Und deswegen haben wir gedacht, wir sollen dann unsere Erfahrung nehmen und auf das Protokoll konzentrieren. Super. Ja, es ist, wie gesagt, mich beeindruckt das Projekt schon ziemlich und bin jetzt auch gespannt, wann ihr, ich denke, viele sind gespannt, wann ihr auch wirklich an die ersten Börsen geht, gerade für die Spekulanten, ne, die einfach aber auch einfach diese MetaHash kaufen wollen und dann auch nutzen wollen in eurem Ökosystem. Genau. Mhm. Ja, ich würde hier frank sein. Also ich erwarte nicht so ein Riesen, also Wachstum von Preis und so weiter. Wieso? Das Market ist jetzt nicht so gut. Also, ja, das stimmt. Es gibt nicht so viele Spekulanten. Mhm. Also wir haben aber nicht viel verkauft. Von das Market Size. Wir haben keine Rabatte für Funds gegeben, deswegen glaube ich auch nicht, dass es viel weniger kosten wird. Ja. Was ich wirklich glaube, dass in 2018 gab sehr viele ICOs. Ja, und das es gibt so viele Informationen jetzt auf das Market, dass
nicht viele Leute werden jetzt verstehen, dass MetaHash wirklich funktioniert und wie gut es ist. Ja. Es wird, ich glaube, ein oder zwei Jahre dauern, bis die Projekte, die haben eigentlich nichts erstellt und die funktionieren nicht, werden von der Market gehen und bis es die Projekte bleiben, die eigentlich was Gutes tun und eine gute Technik haben. Dann kann man schon was expertieren, dass es wächst und also mit dieser Forging, also die Münzen einfach einsammeln. Also ich würde nicht sagen, dass es so schnell wird, dass also alle Lamborghinis kaufen. Ja, ja, die Zeiten sind vorbei, das stimmt. Ja, eigentlich die sind nicht vorbei. Also wenn man versteht, dass wenn man das erste Bitcoin also für $1 kauft, das stimmt. Es hat auch viel gedauert, bis das Leute viel wirklich verstanden haben, also wie es geht. Das wird mit MetaHash genauso. Also wir werden natürlich als Team versuchen, im Roadshow zu nennen, also dann Leute zu erstellen und vielleicht wird es besser, als ich das erwarte, ja, aber realistisch zu sehen, das Market ist jetzt nicht so gut, dass wir ein großes Wachstum genau morgen erwarten können. Aber ich bin sicher, dass im Laufe der Zeit alles gut wird. Ja, denke ich auch. Okay, Gleb, dann vielen, vielen Dank dir für das Interview. Und wenn die Leute aus der Community noch Fragen haben oder Sonstiges, dann können die, denke ich, wo euch finden? Habt ihr eine Telegram-Gruppe? Oder, das haben wir. Also das Leichte, glaube ich, das auf MetaHash-Webseite zu gehen. Genau, einfach auf metahash.org. Ich werde unter dem Video einen Link zu der Webseite setzen. Und es gibt auch ein deutschsprachiges Telegram dort auch. Super, perfekt. Dann kann sich die deutsche Community auch dahin wenden. Ja, dann vielen, vielen Dank dir, Gleb, und auch danke an die Community fürs Zuschauen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt auch dem Video einen Daumen hoch und teilt dieses Video. Ich denke, das war sehr informativ und vor allem, dass wir hier einen CEO haben, der auch Deutsch sprechen kann, haben wir nicht so oft bei so solchen großen Projekten. Und daher war es mir eine Ehre, dich interviewen zu dürfen. Und vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke schön. Bis dann. Tschüss. Danke, bis dann. Tschüss.